Was die H71 anbelangt, kommentiere ich einfach mal meine schludrig hingeschriebene Vorbereitung für die Lösung dieser Aufgaben. In der ersten Summe, in der ersten Reihe, habe ich einmal E vor die Reihe gestellt und im anderen Fall minus 1 durch E davor platziert. Und dann habe ich als Inhalt der Reihen beides mal die gleiche Situation. Die Grenzwerte der Reihe 1 durch n Fakultät aufsummiert von n gleich 0 bis unendlich sind e und nochmal e. So dürfte dieses erste Ergebnis nachvollziehbar sein. Man muss natürlich wissen, dass das hier die e-Reihe ist, sonst kommt man hier nicht weiter. Im zweiten Fall erkenne ich hier unten eine binomische Struktur, schreibe sie dann auch in einer Form basierend auf der ersten binomischen Formel. Die Summation beginnt bei 0. Wenn ich den Laufindex um 3 erhöhe, reduziert sich das n in der Summe um die gleichen 3, um die ich den Laufindex erhöht habe, was zur Folge hat, dass die Summation etwas hübscher aussieht. Dann steht nämlich nur noch 1 durch n Quadrat im Inhalt der Reihe. Allerdings beginnt sie bei n gleich 3. Das will ich nicht, denn ich weiß oder sollte wissen, dass diese Reihe einen Grenzwert besitzt, den man nicht so ohne weiteres erkennen kann. Pi Quadrat Sechstel erschließt sich nicht von ganz alleine, aber da steht wahrscheinlich in irgendeiner Stelle im Skript. Wenn ich dies weiß, dann nutzt es mir nichts, wenn die Reihe bei 3 beginnt. Sie soll bei 1 beginnen, bei n gleich 1. Naja, dann ziehe ich eben den ersten und zweiten Summanden wieder ab. Und dann habe ich das, was die Aufgabenstellung von mir verlangt. Die Subtraktion dieser zwei Werte führt dazu, dass minus 5 Viertel noch zu ergänzen ist und damit ist der zweite Teil erledigt. Batterie fast leer. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das wird noch reichen für die nächsten Minuten. Was haben wir hier? Eine Summation, die mich auch etwas Sorge gebracht hat. Zunächst habe ich da nichts erkannt. Es deutet zwar darauf hin, wegen der Fakultät, dass es wieder eine E-Reihe wird. Und wenn ich nicht sofort erkenne, wo es lang geht, dann schreibe ich mir eben die ersten paar Folgenglieder auf. Das habe ich hier getan. Habe vorher noch mit minus 1 multipliziert, um die lästige minus 1 loszuwerden. Das darf ich natürlich nicht vergessen, am Ende wieder rückgängig zu machen. Also die ersten Folgenglieder notiert, ein bisschen vereinfacht, angeschaut und festgestellt, ah, oben steht immer eins weniger als unten fakultätsmäßig. Dann habe ich genau dies verallgemeinert notiert, immer noch bei k gleich 4 beginnend und diesen dadurch sich ergebenden Bruch aufgesplittet in zwei Brüche. Und damit habe ich im Wesentlichen schon die Struktur einer Teleskopreihe. Davon habe ich mich jetzt aber nicht beeindrucken lassen, habe die ganze Aufsplittung noch weiter aufgesplittet in zwei separate Reihen, die ich durch eine kleine Indexverschiebung bei der ersten Reihe noch so verändert habe, dass sie beides mal gleich aussehen inhaltlich und beides mal, wie bei Teil A der Aufgabe, mich an die E-Reihe erinnern. Die E-Reihe beginnt bei k gleich 0. Die erste von mir notierte beginnt bei k gleich 3. Also muss ich den nullten ersten und zweiten Summanden wieder abziehen. Damit ist das Ergebnis der ersten Reihe, die hier steht. Bei der zweiten muss ich gleich 4 Summanden wieder abziehen. Den nullten, den ersten, den zweiten und den dritten. Und wenn ich dann dieses Ergebnis für die zweite Reihe vorliegen habe, beide noch mit einem Minus verbinde, Klammer nicht vergessen, dann kürzt sich allerlei raus. Es bleibt am Ende noch ein Sechstel übrig. Und wenn ich dieses Mal minus 1 von ganz oben wieder rückgängig mache, dann habe ich minus ein Sechstel als Ergebnis. Als Teleskopsumme gedeutet, kann ich natürlich mir auch sagen, dass diese Struktur hier oder auch schon die vorherige sich schreiben lässt als 1 durch 3 Fakultät minus 1 durch 4 Fakultät, dann plus 1 durch 4 Fakultät minus 1 durch 5 Fakultät.
und so weiter, kürzt sich wieder alles weg. Am Ende bleibt 1 durch 3 Fakultät negativ übrig, wenn ich wieder das minus 1 von weiter oben mit ins Spiel bringe. Das war der dritte Part. Und der vierte schließlich, das ist eine wirklich klassische Teleskopsummenstruktur. Da musste ich auch einen Moment hinschauen, um zu erkennen, dass dieser Term, den nenne ich im Weiteren f von n, im Wesentlichen auch hier steht, allerdings mit einem um 1 erhöhten Argument. F von n plus 1 kann man das dann deuten, sodass die Reihe in ausgeschriebener Form, ich schreibe mal die ersten Summanden hin, 1 durch Wurzel aus f von 2 minus 1 durch Wurzel aus f von 1 lautet. Der nächste Summand ist 1 durch Wurzel aus f von 3 minus 1 durch Wurzel aus f von 2. Und so geht das Spielchen weiter. Und dann werde ich irgendwann feststellen, dass sich alles rauskürzt, außer der allerersten Teil des allerersten Summandens. Und das ist minus 1 durch f von 1, was am Ende ganz genau minus 1 durch Wurzel 19 ergibt.